Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Papa Platte Hauptkanal oder Domo, keine Ahnung, wo die Scheiße kommt. Wahrscheinlich laden wir das auf den Hauptkanal hoch, oder? Ja, mit mir. Hast du mal auf meinen Hauptkanal geguckt? Das sind nur qualitativ hochwertige Videos. Ist schon ein paar Jahre her, ich gesagt, keine Ahnung, was da kommt. Was machen wir heute? Leute, wir fahren uns heute mal ein richtig fetziges Video rein, hey, und zwar sechs Rätsel. Sechs Räder, die trotzdem einfach zu lösen sind. Sechs Räder, die man drehen kann. Nicht irgendwelche Rätsel, Freunde, sondern harte Rätsel. Die aber trotzdem einfach sind, irgendwie, keine Ahnung. Und yes. Wir werden alle sechs instant lösen können. Deswegen wird es ein ganz schnelles Video. Let's trotzdem, go! Daumen hoch, Glocke hoch, Pimmel hoch, los. Schaffst du es, diese sechs Rätsel zu lösen? Weiß ich nicht. Los Bro. Geht's. Okay, probieren wir. Rätsel Nummer 1. Okay, probieren wir. Ein japanisches Schiff ist auf See. Ja. Der Kapitän legt seine teure Uhr auf den Tisch und geht ins Bad. Ja, der Tisch sieht authentisch aus, wie auf einem Schiff auch Tisch aussehen. Ja, so haben die da immer. Guck mal, aber die haben wirklich immer so Schubladen, dann rollt sie nicht so weg, die Sachen. Aha, ist schon. Finde ich schon authentisch. Als er zurückkommt, ist die Uhr verschwunden. Er ruft alle Verdächtigen zu sich. Der Koch sagt, er hätte gerade das Frühstück vorbereitet. Mhm. Der Ingenieur sagt, er hätte gerade den Generator repariert. Der Matrose sagt, er wäre damit beschäftigt gewesen, die Flagge umzudrehen, da diese falsch herum war. Und der Offizier sagt, er hätte geschlafen. Da haben wir's als schon. Der Hä, wie dumm, was? Bro, das ist okay, so okay, oder vielleicht ist es Bait, Okay. Vielleicht ist Bait. Der Antworten angehört hat, weiß er sofort, wer es war. Wer war es und wie hat es der Kapitän herausgefunden? Also der Flaggenmann, weil die japanische Flagge ja umgedreht. Wie sieht die aus? Erzähl mal. Weiß und in der Mitte ein roter Kreis. Ja, nicht schlecht. Wir müssen wissen, bei Kevin ist mit Flaggen ein bisschen schwierig immer. Kann ja nicht falsch sein, quasi. Ja. Es war der Matrose. Die japanische Flagge sieht auf dem Kopf genau gleich aus, wie wenn sie richtig herumgedreht ist. Rätsel Nummer 2. Okay, Bro. Eine Frau sitzt in einem Café und bestellt sich einen Tee. Mhm. Doch als sie ihren Tee genauer anschaut, war da ein Stück Kacke drin. Merkt sie eine Fliege darin. Der Kellner kommt sofort, nimmt die Tasse mit und bringt ihr kurz darauf einen neuen Tee. Doch nach wenigen Sekunden schreit die Frau den Kellner an und behauptet, es wäre der gleiche Tee wie davor. Wieso weiß sie das? Also wenn es eine Schwäbin wäre, hat sie gesehen, dass die Fliege ein bisschen was getrunken hat und dass jetzt quasi das weniger eine Tasse ist, als sie eigentlich gekauft hat. Okay, meine Vermutung ist einfach, dass der Tee so schnell kam. Oder die gleiche Temperatur hatte oder so. Okay, lass mal erst überlegen. Oh, vielleicht, weil die Tasse schon heiß war. Du hast jetzt eine Tasse, ja, die du nimmst aus dem Schrank. Ja. Dann gießt du, also dann machst du Teebeutel rein, gießt den Tee auf und dann in so einem Restaurant würde der Tee ja direkt gebracht werden. Mhm. Und dann ist ja die Tasse außen noch kühl. Wird dann erst heiß. Nee. Guck mal, wenn die 30 Sekunden in der Küche stehen würde, wäre die auch schon heiß. Ja, okay, gut, true. Okay, es könnte noch sowas sein wie, an ihrer Testtasse war so ein bisschen zum Beispiel so ein Kratzer oder sowas oben abgebrochen oder sowas. Weißt du, so ja, eine kleine. Das wäre ja nicht das Rätsel dann. Nee, das ist es nicht. Ich glaube, dass das meins richtig ist. Gehen wir schauen. Sie weiß es, da sie in ihren Tee schon Zucker getan hatte. Also hatte ich eigentlich recht. Ja, aber Bro, woher soll man denn sowas vorher wissen? Das geht doch ein Rätsel. So dumm, Alter. Also hatte ich recht. Guck mal, du guckst in deinen Tee rein und du siehst, dass da ist eine Fliege drin. Dann machst du doch nicht erst noch drei Zuckerdinger rein. Sie hatte doch schon Zucker bestellt, der Herrin gerennt bestellt. Achso, ah ja, da macht Sinn, ja, okay. Weiß ich nicht, was die Frau macht, aber ich hatte recht. Weiter. Peters Onkel ist Wissenschaftler. Er erfindet... Bruder, der sieht nicht aus wie Peter, sieht mehr aus wie so ein Achim oder so. Nee, das ist ja der Onkel von Peter. Achso, dann passt es wieder. Er erfindet zwei Pillen, eine rote und eine blaue. Auf Matrix diese angenehm. Führen dazu, dass, wenn man sie zusammennimmt, man übernatürliche Kräfte bekommt. Nimmt man aber mehr als nur eine von jeder Farbe, führt dies zum Tod. Chillig. Nun gibt er Peter von jeder Pille zwei, falls er eine verlieren sollte. Oder falls er sich umbringen will. Peter, ich sag's, es ist ein bisschen harte Zeiten, hey. Die Wirtschaft ist am Arsch. Du hast nichts gelernt. Was willst du machen, die YouTube-Scheiße? Peter, wenn Taxifahren nicht mehr ist, dann hier. Peter steckt sie in seine Tasche und macht sich auf den Weg nach Hause. Auf dem Heimweg wird Peter jedoch gekidnappt und in einen dunklen Raum gesperrt. Die Pillen könnten ihn retten, doch als er sie aus seiner Tasche nimmt, fällt ihm auf, dass er ja nicht weiß, welche Pille welche Farbe hat und es auch viel zu dunkel in dem Raum ist, um irgendetwas sehen zu können. Also,
wie schafft er es jetzt, eine blaue und eine rote Pille zu nehmen und nicht zu sterben? Okay, was ist, wenn er einfach alle nimmt? Dann hat er doppelt Superkräfte. Du darfst nicht mehr als eine nehmen. Nee, du darfst nicht mehr als zwei nehmen. Also, nein, du darfst nicht mehr als eine von einer Farbe nehmen. Ach so, ja, ja, aber wenn er alle nimmt, weißt du, guck mal, die rote, die... Die canceln sich so. Genau, die canceln sich gegenseitig. Die rote quasi löscht die blaue und umgekehrt. Und wenn du jetzt eine rote und eine blaue nimmst und danach noch eine rote und eine blaue, dann bist du halt Superman, aber Superman mit wie sechs Armen oder so. Ich weiß nicht, Bruder, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kann doch sein. Ich weiß nicht. Okay, was wäre... Okay, wir könnten entweder einen Lösungsvorschlag machen mit, er versucht irgendwie in dieser Kammer Licht zu machen. Könnte ein Lösungsweg sein. Was ist, wenn der Onkel ihm in die linke die blauen und die rechte die roten gegeben hat? Habe ich auch überlegt. Dann nimmt er jeweils eine aus einer Hosentasche. Ja, das wäre zu einfach, aber das ist es nicht. Was ist... Ja gut, ich meine, da fehlen es halt Infos, gell? Es könnte ja auch zum Beispiel sein, dass die außen anders schmecken und dann kann es sich auf die Zunge halten. Habe ich auch überlegt. Und eine schmeckt bitter und die andere schmeckt nach Erdbeer zum Beispiel. Die Antwort ist ganz einfach. Und zwar teilt er einfach jede Pille einmal in zwei Teile. Hä, und dann? Naja, dann hä? Dann hat er doch, wenn er dann alle vier nimmt, hat er von jedem nur eine genommen. Nee. Doch? Warte mal, in hä? Pass auf. Ich habe zwei Orangen und zwei Zitronen. Ja. Und ich darf jetzt nur eine Orange und eine Zitrone essen. Dann teile ich einfach alle Früchte in zwei, ja, esse zweimal eine halbe Orange, ja, und zweimal eine halbe Zitrone. Ja. Hab dann also insgesamt eine Orange, eine Zitrone gegessen. Aber wenn er es so teilt und es dunkel ist, dann funktioniert es ja nur, wenn er weiterhin kontrolliert, was jetzt die rote ist, die jetzt zerschmiert hat. Ja, aber das kannst du doch machen, wenn du es dann rausholst. Sagen wir mal, du holst es raus, ja, und du fühlst das Ding, dann kannst du es ja teilen und nach links legen. Und dann das nächste Teil nach links legen. Finde ich ein bisschen, vor allem, ey, was ich auch sagen möchte, es würde nicht funktionieren. Weil diese abgebildeten Pillen sind nämlich keine Pillen, sondern sind diese Kunststoffdinger, wo drinnen so kleine Kügelchen sind. Wisst ihr, was ich meine? Diese, immer, wenn die so aussehen, sind die gefüllt. Also funktioniert schon mal gar nicht. Entschuldigung, wie heißt der Channel? Made My Day, seid ihr komplett am Arsch? Seid ihr dumm oder nur... Oder nur verblödet, hey. Okay. Weiter mit dem Rätsel Nummer 4. Ein Mann kommt in eine Bar und bestellt beim Barkeeper ein Glas Wasser. Schon jetzt fake, wer bestellt in meiner scheiß Bar ein Wasser? Guck mal, was da alles für Alk da hinten steht. Und er macht Wasser. Er macht Wasser, Digga. Holt der Barkeeper eine Pistole raus und richtet sie auf den Mann. Siehst du, weil man das nicht macht? Barkeeper jedoch nicht mit der Absicht zu schießen. Wieso tut der Barkeeper das? Also entweder ist es sowas wie, es ist so ein gesuchter Mörder und der hat ihn erkannt und will ihn jetzt festhalten, bis die Polizei Mann, kommt. Bro, das wäre so wack. Oder es ist so, dass es so eine Gag-Pistole ist, wo so Wasser rauskommt, so eine Spritzpistole. Oh, so was shit. Weißt du so, dass okay, er so okay. ihm einschenkt. Ich hatte überlegt, es ist so, ich war zweimal in meinem Leben in einem Techno-Club und da habe ich gelernt, dass alle Druggies immer nur Wasser trinken, weil die ja schon auf Drogen sind. Ne, Bruder, was redest du von diesen Gegenständen? Und vielleicht weiß er deswegen, weil er in der Bar nicht Wasser bestellen würde sonst, ja, dass er halt Drogen genommen hat. Weißt du, was ich mir bestellen würde? Was denn? Ein warmes Carlsberg. Ach komm, Dicker. Den Joke versteht jetzt niemand. Ja, ich finde den gut. Freunde, ich habe einmal ein Bier draußen stehen lassen. Seitdem geht der Gag rum, den kompletten Kroatienurlaub, dass ich warme Getränke mag. Ja gut, ist schon unfair, wenn es nur einmal passiert ist. Ey, es ist nur einmal passiert. Okay, weiter, wir lösen jetzt das Rätsel auf. Ja, ja. Die Antwort, der Mann hat Schluck auf und der Barkeeper wollte ihn nur erschrecken, um ihn davon zu erlösen. Bruh. Ey, diese Videos sind so dumm. Diese Videos sind so dumm, Alter. Zwei Mädchen werden von der gleichen Mutter am gleichen Tag, im gleichen Jahr und zum gleichen Zeitpunkt zur Welt gebracht. Sind aber keine Zwillinge, trotzdem oder was? Sind sie keine Zwillinge. Zweieiige Zwillinge. Ja gut, sind ja auch Zwillinge genau dann. Genau, Zwillinge. Von der gleichen Mutter, im gleichen Tag, im gleichen Jahr. Okay, wir hören mal weiter. Wie ist das möglich? Wenn die zusammen im Bauch sind, sind es ja Zwillinge, egal wie man es drehen wendet, oder? Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht ist es aber auch, dass die das meinen, dass die halt zweieiige Zwillinge sind. Aber das wäre mega cringe, weil das nennt man halt auch Zwillinge trotzdem. Das sind trotzdem Zwillinge. Ja. Die sind ja trotzdem zusammen drin, I guess. Ey, Real Talk, ich habe gar keine Ahnung. Also irgendwas, ich hätte vielleicht gedacht, okay, irgendwie... Also dieselbe Uhrzeit, zwei Kinder, keine Zwillinge. Könnte das irgendwas sein mit... Ja, die Mutter hatte eine Klonmaschine. Ja, die ist in Zukunft gereist oder so. Ey, vielleicht ist es sowas wie nach einem anderen Kalender oder so. Okay, wir gucken uns das einfach an, ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Die Antwort, die Mutter hat Drillinge zur Welt gebracht und...
Digga, nee, es macht so sauer, Alter. Es macht so sauer, es ist so hohl. Es ist logisch falsch. Zwei Leute aus Drillingen sind ja auch Zwillinge. Naja, nee, schon nicht, oder? Doch, wenn wir Drillinge sind. Ja. Und sind die noch zum Beispiel. Ja. Dann kann ich sagen, wir drei sind Drillinge. Ja. Aber wenn ich jetzt für irgendeine Frage nur uns beide betrachte, sind wir beide untereinander Zwillinge. Unser Verhältnis zueinander ist doch Zwilling. Ja. Oder nicht? Ja. Oder? Schreibt mal in die Kommentare, das würde uns mega interessieren. Wir lesen die alle durch. Lass mal eine Glocke da. Und damit wären wir bei dem letzten Rätsel für heute. Okay, Nummer 6. Okay. Letztes Rätsel, bohren wir durch jetzt. Ein Mann wohnt im 10. Stockwerk einer Wohnung. 10. Stockwerk. Wenn er abends von der Arbeit nach Hause kommt und alleine im Aufzug ist, fährt er bis ins 7. Stockwerk und läuft die restlichen 3 Stockwerke Treppen, obwohl er Treppen hasst. Wenn er nicht alleine ist, fährt er bis in den 10. Stock und wenn es regnet, fährt er auch bis in den 10. Stock mit dem Aufzug. Wieso läuft er die letzten 3 Stockwerke zu Fuß? Das Rätsel kenne ich, Bro. Es hat irgendwas mit dem Regenschirm zu tun. Wenn es regnet, dann läuft er... Wenn es regnet, fährt er hoch und wenn er nicht alleine ist, fährt er hoch. Aber wenn er alleine ist, läuft er die letzten 3. Okay, warte. Wenn es regnet, er fährt, wenn er alleine ist, bis zur 7. und läuft die letzten 3. Wenn er zu zweit ist, fährt er bis zu 10 hoch. Und wenn es regnet, fährt er bis zur 10 hoch. Okay, das heißt, du sagst, das hat mit Regenschirm zu tun. Ich meine, es hat irgendwas mit dem Regenschirm zu tun. Das kommt mir übel bekannt vor, Bro. Okay, aber wenn er einen Regenschirm hätte, warum würde er dann direkt fahren und nicht laufen? Keine Ahnung. Vielleicht hat es irgendwas mit dem Platz zu tun. Weil, guck mal, wenn er alleine ist, ist nur er in dem Fahrstuhl. Wenn er zu zweit ist, ist er und ein anderer im Fahrstuhl. Und wenn es regnet, ist er und der Regenschirm im Fahrstuhl. Als Beispiel. Das heißt, dass dann halt, wenn er alleine ist, Dass ein Spot nicht frei sein darf im Fahrstuhl quasi. Vielleicht ist es so ein Fahrstuhl, wo unten so Knöpfe drin sind, weißt du? So wie bei Lego Star Wars, wo so zwei Leute in einer Position stehen müssen, damit so eine Tür aufgeht. Du musst so aktivieren. Ja. Vielleicht ist seine Wohnung über 10 Stöcke. Und wenn er alleine ist, dann fährt er direkt in den SM-Raum oder so. Und wenn er mit Homies ist, dann fährt er in den 10., weil da die Chill-Area ist. Oder wenn es regnet, muss er da seinen Regenschirm abstellen. Ja, das wird's sein. Ja gut, wir wissen es ja, ne? Haben es ja gerade nicht so gesagt. Die Antwort, der Mann ist zu klein, um an den Knopf für das 10. Stockwerk zu gelangen und schafft es nur bis zum 7. Bruder, ich sag noch einmal... Und wenn es regnet, hat er den Regenschirm dabei. Ich sag doch am Anfang, der Typ ist klein. Das hast du gesagt. Ja? Ja, die ganze Zeit. Holy shit. Nein, Retalk, wirklich. Ja, aber niemals. Bruder, okay, Spuli... Scheiß drauf, wir machen es ja auch noch fertig. Wir gucken uns gleich nochmal an. Ich habe am Anfang, als er reingeht, gesagt, der Typ ist übel klein. Kommt und alleine im Auftrag. Wirklich? Ja, aber niemals. Es soll hier geblitzt werden. Wenn er nicht allein. Das letzte Mal, als du es gesagt hast, dass unser Strommast abgefackelt in Kroatien. Einem Aufzug ist, kann er die andere Person bitten, für ihn auf den Knopf zu drücken und wenn es regnet, kann er seinen Regenschirm dafür benutzen. Wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr mehr davon sehen wollt, lasst uns einen Daumen nach oben da und wenn ihr Lust habt, teilt das Video mit euren Freunden. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace, peace. Tschüss.